Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Alpha, ein sehr interessanter, ja, Endeiszeit-Steinzeitmenschen-Film. Und was er so kann, das erfahrt ihr jetzt. Das macht Spaß! Keda ist Sohn des Stammeshäuptlings der Sorotren. Das ist ein, ja, endeiszeitlicher Menschenstamm. Diese sind in Westeuropa unterwegs auf der Jagd und ziehen immer weiter, bis dann plötzlich oder bis dann der Winter kommt und sie sich sozusagen an einem Punkt niederlassen wollen für den Winter. Und bei der Jagd wird allerdings Keda verletzt, hängt am Abgrund einer Schlucht und ja, alle seine Kameraden oder seine Stammesmitglieder halten ihn für tot und lassen ihn zurück. Dementsprechend muss er sich dann irgendwie selber durchschlagen, denn er ist schwer verletzt und muss es irgendwie schaffen, ja, zu überleben bzw. zurück zu seinem Stamm zu kommen. Dabei trifft er dann auch auf einen Wolf, der ihn erst angreift. Er verletzt ihn dann und versucht dann aber trotzdem, ihm irgendwie zu helfen, um sein Vertrauen zu gewinnen. Und da entwickelt sich eine sehr intensive Bindung zwischen den beiden und das ist schon die Grundstory. Wir sehen dann ungefähr so anderthalb Stunden oder eine Stunde 20, wie die beiden versuchen zu überleben und das ist echt cool gemacht. Also man muss sagen, am Anfang ist es etwas träge und schwer reinzukommen, allerdings wenn er dann selber ums Überleben kämpft und so, das funktioniert richtig gut, auch erzählerisch. Es ist nicht tiefgehend, weil die sprechen in dem Film alle so eine steinzeitliche Sprache. Und eben, das ist nur durch Untertitel gelöst, also auch sowohl im Deutschen als auch im Englischen wird das, glaube ich, nicht synchronisiert. Also im Englischen wurde es jetzt nicht synchronisiert. Dementsprechend ist das wirklich so eine steinzeitliche Sprache. Und das ist im Grunde, muss man sagen, gut umgesetzt worden. Es ist unterhaltend, spannend, vielleicht an manchen Stellen einen Tick zu lang und hat auch so im letzten Drittel so einen leichten Downer, wo es dann aber danach zum großen Finale sozusagen kommt. Und es bleibt so ein bisschen aus, dass man sagt, man fühlt so hundertprozentig mit. Am Ende kommt dann dieses Gefühl schon auf, aber so ein richtiges Mittendrin-Mitgefühl hat man nicht die ganze Zeit. Und das hätte man besser lösen können, aber so insgesamt solide 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch haben wir hier einen, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, relativ bekannten Cast, nämlich Jodie Smythe-McPhee spielt hier Keda, durchaus überzeugend. Also hätte ich nicht gedacht, ich hätte den jetzt so nicht erkannt, aber das ist im Grunde gut. Und das war es auch schon so insgesamt, weil es geht eigentlich nur um ihn und vor allem um den Wolf. Also der Wolf ist echt, so was ich mitgekriegt habe, der ist auf jeden Fall echt. Bei den anderen Tieren ist viel auch animiert worden, das sieht aber trotzdem sehr, sehr gut aus. Komme ich gleich noch zu, was Technik angeht. Aber der Wolf ist wirklich gut gecastet und das ist schon authentisch und cool. Dementsprechend hier auch wirklich 3 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, ist der Film wirklich mega geworden. Er hat unfassbar schöne Bilder. Es ist wirklich gefühlt immer on point sauber gemacht worden. Er hat super tolle Animationen, also die Special Effects sind richtig gut geworden, was die Landschaften angeht, was teilweise auch die Tieranimationen angeht, weil die natürlich nicht alle Tiere, so uralte Bisons kannst du hier irgendwie halt nicht so zähmen und dass das irgendwie eine ganze Herde deinen Befehlen folgt. Deswegen, das war alles animiert, aber das sah alles auch wirklich gut aus. Und die Landschaften sehen einfach unfassbar gut und mega aus. Dementsprechend hier 4 von 5 Punkten. Und deswegen komme ich auch jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, der Film hat mich wirklich überrascht. Ich hätte mir irgendwie so einen 0815 Steinzeit-Film gedacht, aber der ist wirklich fesselnd, spannend, toll umgesetzt, auch unterhaltend. Dementsprechend von meiner persönlichen Meinung her hier 4 von 5 Punkten. Jeder, der ansatzweise irgendwie Interesse an dem Film hat, kann sich den auf jeden Fall anschauen. Für alle anderen, die jetzt nicht so unbedingt auf dieses Steinzeitliche oder auch so auf eine Beziehung zwischen Mensch und Wolf Bock haben, müssen sich den nicht unbedingt angucken. Aber wirklich, wer die Thematik interessant findet, kann sich den auf jeden Fall anschauen. Und ja, dementsprechend sind wir auch insgesamt bei 14 von 20 Punkten. Ist solide, ist sauber geworden und hätte man anfangs nicht gedacht. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Lasst auch ein Abo da, dann werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. Ebenfalls mit der Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!